Stapel. Okay. Ja, der hängt sich immer wenn auf. Okay. Jetzt aber pass auf, wir wollen ja wenn von der geistigen Physik reden. Das ist also die Grundlagen in den letzten Selbstgesprächen. Das kann man nicht oft genug wiederholen. Das musst du immer wieder in dich selber hinein trichtern. Und wie gesagt, was ich jetzt so betone, das hat sehr, sehr viele Kleinigkeiten. Ich spreche Sachen an in dem letzten Selbstgespräch, wo ich nochmal anfange mit diesem Rohr, wo wir uns Elektronen reinstellen, dass innerhalb des Rohrs eigentlich weder Raum noch Zeit existiert, wenn ich hier diesen klassischen Leiter nehme. Da würde ich eigentlich noch wesentlich mehr dazu erzählen, aber ich merke, ich muss das dann im Keim ersticken, weil es für mich ein Gedanke ist, merke ich, das wäre einfach erklärt, ein 4, 5 Stunden Selbstgespräch. Wir wollen uns bloß nochmal ein paar Sachen machen, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Schenkel nehmen und einen Engel nehmen. Den Enkel und den Schenkel. Muss man sich schon Gedanken machen. Was verstehst du jetzt erst einmal unter dem Wort Enkel? Wir können jetzt wieder in den Wörterbüchern nachschauen, dann wirst du feststellen, und da übertrage ich jetzt einmal schnell das Bild. Das mache ich ja mal mit Ton, weil sie mal Video laufen lassen. So, und jetzt passen wir mal auf. Da habe ich das Modul noch. Wir machen mal einen Engel. Was mir jetzt wichtig ist in der Bedeutung, dass du zuerst einmal der Sohn des Sohnes, Sohn vom Sohn vom Sohn. Aber Engel ist auch ein Fußgelenk. Da klingt jetzt der Schenkel schon mit. Was mir jetzt eigentlich wichtig ist, und jetzt pass auf, hast du mein kleines Bild mit drauf? Das weiß ich jetzt nicht, wenn ich das Bild übertrage. Hast du den Uda auch? Es ist definitiv so, dass wenn du dir jetzt einen Engel ausdenkst, dann musst du dir zuerst einen Sohn ausdenken und du denkst dir dann den Sohn vom Sohn aus den Engel aus. Das heißt, du machst eine zeitlich-chronologische Reihe. Du sagst, da wurde ich geboren, dann wurde hier mein Sohn geboren und dann der Sohn vom Sohn. Okay? Was jetzt hier wichtig ist, dass du aber dir ja beide ausdenkst. Du stehst eigentlich zwischen den zwei Gedanken Sohn und Sohn von Sohn. Kannst du ungefähr folgen, was ich meine? Ja, Trichter, Das ne? heißt, du Das bist ist. ja eigentlich als Denker von deinem Sohn und von deinem Engel. Ist der Sohn eine These und die These setzt eine Antithese, das ist der Engel, der Sohn vom Sohn. Okay? Aber da du dir beide aussetzt, ist diese zeitliche Reihenfolge zu sagen, zuerst wurde ich geboren, denkst du dich ja schon als ein Vater, als einen ausgedachten Vater, der einen Sohn gebiert, der wiederum einen Sohn gebiert. Wenn du jetzt aber weißt, was du bist, denkst du dir jetzt erst einmal dich selbst aus und aus dir ausgedachten Vater entspringt, geistigen Vater, entspringt der Gedanke von einem Sohn und von einem Engel. Pass auf, das klingt jetzt verwirrender, wie es eigentlich ist, aber du wirst irgendwann einmal merken, dass uns das zum Schenkel führt. Einfach die Gedankengänge mitgehen, nicht so arg abgreifen. Und jetzt ist ein Schenkel. Wir haben jetzt erst einmal einen Oberschenkel. Und wo ein Oberschenkel ist, muss ein Unterschenkel sein. Ich sage immer wieder, Ober, kreisend, polar erweckt. Okay? Hat immer ein Oben und ein Unten. Zum Wellenbalg gehört das Wellental, so wie zum Oberschenkel ein Unterschenkel gehört. Jetzt ist es hier zwei einen Winkel bildende Gerade. Da hast du übrigens das Rad schon wieder mit drin, das Kreisen. Der Geist fängt an zu kreisen. Das ist natürlich auch der Geist erweckt. Ade, Ad, Dunst, Adam. Und Dunst, DUN, hast wieder Urdein. Du urteilst immer was in zwei Hälften. Merkst du, da ist schon eine gewisse Arithmetik mit drin. Lass das auf dich wirken. Das Deis vom Knie aufwärts, Ken, ist das Fundament. Jetzt kriegst du, was du merken, wir können mit dem Oberschenkel, Unterschenkel, mir geht es aber jetzt erst mal, wenn wir jetzt da in die Etymologie reingehen, dann kommst du irgendwann einmal in die Gone. Das ist also hier das griechische Wort für Knie. Der Geist, als Omikron gelesen, halt, das muss ich, Entschuldigung, der Geist mit einem O, wir haben ja im Griechischen zwei O's und ein Omega.
Denk an dieses O als Augenblick. Wir haben einen Mikroaugenblick und wir haben einen Mega-Augenblick. Ja. Das ist, wenn wir jetzt das Gon mit dem Mikroaugenblick schreiben. Ganz interessant, Gonar heißt das da mal Mutter. Mhm. Knien lassen, niederknien lassen. Ich bin da schon mal drauf eingegangen, man spricht von Kniegeburten. Mhm. Das ist hier das Knieband. Jetzt kommt aber auch Gonius, ist der Erzeuger, der Vater. Ja. Gone, hast das da mal die Bedeutung, das Erzeugte? Die Nachkommenschaft. Mhm. Merkst du, ich habe gerade schon mit dem Sohn und mit dem Enkel, mit dem Schenkel angefangen. Mhm. Das sind eigentlich bloß Facetten, wenn du hier rausgehst, das ist erstens einmal das Erzeugte, die Erzeugung. Jetzt haben wir natürlich zu einem Erzeuger, hat immer was Erzeugtes, immer wieder die zwei Seiten. Mhm. Und jetzt haben wir das Erzeugte, die Nachkommenschaft. Jetzt ist aber ein Chat, diese existierende Kollektion ist das einmal zusammengeschmissen. Komm. Mhm. Komm, komm. Mähen hast geurteilt. Zusammengeschmissen geurteilt. Ja. Die Generation. Die Nachkommenschaft von Tieren. Okay, zur Zeugung gehört es, zum Zeugen immer dran denken, der Erzeuger von etwas ist ein Denker. Er erzeugt etwas und das, was er erzeugt, ist er der Zeuge. Du musst als Zeuge, ist der Beobachter, du musst immer oder kannst im Meer nur das beobachten, was du dir selber ausdenkst. Alles, was du dir nicht ausdenkst, ist in der Einheit. Wenn du dir es ausdenkst, bleibt es trotzdem in der Einheit. Immer an unsere Datei denken, die ihr Bild aufschmeißt. An das denken, wenn du zum Lesen anfängst, alles, was du dir aus dem Buch heraus aufgrund der Worte im Buch an Vorstellungen herausrechnest, verlässt dich ja nicht. Ja. Ein Wort verlässt das Buch nicht, symbolisch gesprochen, wenn du das aussprichst und daraus ein Bild dir aufbaust, das du dir ausdenkst. Ja. Weil das Außen ist eine Illusion. Jetzt schau dir das Wort Außen an, AU, scharfes S ist Augen. Okay, ja. Das ist unser AOB und das ist die Beschwörungskunst von Totengeistern, von unendlichen Geistern, die eigentlich gar kein Geist sind, sondern nur ausgedachte Geister sind. Und ein ausgedachter Geist ist als Ding nicht selber ein Geist. Der wirkliche Geist ist der, der sich's ausdenkt, der rotgeschriebene, nicht denkbare. Jetzt machen wir dasselbe Spiel mal. Mhm. Der Geist mit den Omikro-N. Jetzt aha, da ist der Winkel, die Ecke. Das ist doppelt aufgespannt, innen ist wie Gott. Ja. Das ist ein Wort, der letzten Endes in sich selber eine Gedankenwelt aufschmeißt, die ich definitiv immer bloß mit diesen zwei Seiten denke an die Seite, wo man reinschaut. Hat da das ist auch der Schenkel. Was zu tun. Ja. Drum ist auch die Digone mit dem Mikro und die Mutter. Mut heißt Tod und Herr heißt so viele rein, je nachdem, in welchen Blickwinkel du reinschaust. Ja. Ich wollte es bloß einmal kurz angesprochen haben. Was jetzt natürlich ganz interessant ist, darum gibt es nochmal in die Physik. Das ist natürlich hochinteressant, dass immer wieder das Hypothetische der Physiker, ich würde jetzt mal eine kleine Wunder mitzeigen, das Universum ist ein schwarzes Loch. Was ist ein schwarzes Loch? Ein schwarzes Loch ist letztendlich unendlich viel Energie, die so viel Anziehungskraft hat, dass nichts diese Energie im Mittelpunkt, Masse, Entschuldigung, unendlich viel Masse ist gleich unendlich viel Energie. Denk, umso größer die Masse wird, umso größer ist das, was um diese Masse herum verstreut ist, wird angezogen. Das heißt, du musst dir jetzt unendlich viel Masse in einen unendlich kleinen Punkt hineindenken, dann hat dieser unendlich kleine Punkt so viel Gravitationsanziehungskraft. Was übrigens sehr interessant, weil Gravitatio heißt ja nicht nur Anziehung, sondern das heißt auch schwanger sein, schwer tragen. Ja. Okay. Das ist dieses Schwere, ist diese unendlich viele Masse in der Symbolik, dass hier nichts diesen Punkt verlassen kann. Das heißt, es zieht alles an. Also kann auch kein Licht ausgestrahlt werden, das nennt man ein schwarzes Loch. Ja. Aber wo ein schwarzes Loch ist, muss auch ein weißes Loch sein. Und jetzt pass auf, jetzt schauen wir uns so ganz, mache ich Wikipedia auf. Sehen wir zurück. Kleinen Moment. Jetzt bin ich denn doof. Da will ich draufdrücken. So, Etza. Okay.
Jetzt pass auf, unser weißes Loch. Schau mal, ich habe jetzt schon weib hingeschrieben. Scharfes Beta ist gleich. Es ist ein Loch. Ne, Kaba heißt doch Loch. Weibesloch. Das Weib ist das Loch. Loch heißt Lebensfrische. Ja. Das ist Holofeeling. Das wird jetzt Physik. Lustige Physik. Okay. Das ist das erste Mal, die Loch ist die Tafel, wenn man das schwarz, der Wachraum. Mhm. Okay. Das Waff rausschmeißen, die Grundradix ist ja der Chat und das ist die Lebensfrische. Und das nenne ich doch immer die Lebenskraft, das Feuchte, das Frische und so weiter und so fort. Wenn das Loch feucht wird, kannst du es befruchten. Ja, ja. Gut? Ja, ja. Jetzt pass auf, zu dem weißen Loch. Das ist jetzt wieder ein hypothetisches, astronomisches Objekt. Astro heißt immer nicht nach außen gestreut. Mhm. Okay? Ein hypothetisches, das sich als das Gegenteil des schwarzen Loches beweist. Mhm. Das schwarze Loch zieht alles an, ein schwarzes Loch. Aus einem schwarzen Loch kommt nichts heraus. Das weiße Loch wiederum muss irgendwas unendlich viel drin sein, das alles ausstrahlt. Mhm. Das ist die Spiegelung dazu. Ja. So ja. Weiß und schwarz die Spiegelung zueinander sind. Mhm. Jetzt wird hier diese Sache mit den Ereignishorizonten, und da steht jetzt hier schon das schöne Wort Singularität. Mhm. Wenn du mal diese Physik reingehst, dass du wirklich einmal die wissenschaftlichen Arbeiten selber lesen wirst, was ich dir sparen würde, das kannst du dir wirklich sparen. Das ist sowas von verkopft, weil die plötzlich merken, dass sie ständig auf Widersprüchen, darum sind es, wo das eine ist, muss das andere sein. Ich sage immer, wo ein Berg ist, muss auch ein Tal sein, weil es das eine für das andere gar nicht gehen kann. Ja. Das heißt, man landet letztendlich in einer Singularität, und jetzt die Singularität ist jetzt erst einmal das eine. Ja. Die Singularität ist eigentlich bloß ein anderes Wort für Solipsismus. Aber jetzt haben wir zwei Singularitäten, die auseinandergerissen sind. Das ist wie All und Le. Mhm. Der Pol ist All. Der Schwarze ist Krishna. Mhm. Das Weiße ist Shiva. Mhm. Okay? Die beiden bilden aber eine Einheit wie Allah. All ist explodiert, La ist explodiert. Ja. Die sind im Prinzip dasselbe. Es ist wie Denker und Ausgedachtes. Das eine gibt es nicht ohne das andere. Wir sind aber immer noch in der Welt der Vorstellungen. Mhm. Okay? Mhm. Das heißt also, wenn wir jetzt die Singularität uns anschauen, und jetzt ist natürlich immer wieder, ich habe so oft darauf hingewiesen, unser Sinn, S-I, das ist mal rumgelesen, ist das Bewusstsein Gottes. Mhm. Okay? Das Bewusstsein Gottes Sein, einfach nur unser Sinn, führt uns schlichtweg, wenn das Gegenteil oder etwas Gegenseitiges vorhergegangen ist. Ich habe darauf hingewiesen, dass hier vorher heißt, wie stabiler weg, du darfst nicht raumzeitlich denken. Mhm. Das heißt, ich könnte jetzt sagen, ein verbundener Weg der Berg, HR. Mhm. Die Quintessenz, aber ein GG, zweimal rot gewesen GG ist JCH und ICH. Ja. Okay, dann kommt die Radix ANG. ANG heißt Freude. Ja. Auf Hebräisch. Natürlich auch die Angst beginnt damit, weil wir ja das Gegenteil brauchen. Freude in der Raumzeit, ja. Okay, jetzt hat man das auch schon hebraisiert. Das nächste ist ja unser Gull. Singul. Der Witz ist, da lacht dich das Skull schon wieder mit an. Ja. Jetzt entsteht jetzt erst einmal ein Verwaltungsbezirk. Da steckt das Zirk H, dein Dreh- und Angelpunkt. Ja, In deinem Dreh- und Angelpunkt, wenn ich das hebräisiere. Um sich drehen, ja. Jetzt ist natürlich, wenn ich es blau mache, ist es um dir herum. Ein Bezirk ist ja etwas, da steckt der Zirkel mit drin. Mhm. Und der Zirkel ist ganz interessant, dass hier ja das sehr oft, ein Zirkel hat zuerst einmal zu tun mit einem Mittelpunkt, den nennen wir Zentrum. Mhm. Wobei das Zentrum ja eigentlich Stachel bedeutet. Stachel, ja. Zentrum. Vom, ja. Ganz interessantes Wort Stachel ist erst einmal SD, das immer das Bewusstsein, das immer Sein, das ist der Brudergott. Brudergott. Das ist der Stachel. Ja. SD, ach L. Und jetzt ist es so, dass man hier ja das Zentrum als Mittelpunkt mit L Punkt. Mhm. Du musst immer ins Schwarze treffen.
Denk jetzt einmal an Dart. Generiere Erscheinungen DR, Dart. Du musst den Schwarze treffen, den Krishna treffen. Mhm. Und jetzt ist es so, dass beim Zirkel der Punkt, der den Stachel in die Mitte setzt, den nennen wir Schenkel. Mhm. Und der andere Schenkel ist im Bezirk, ist außenrum. Das ist auch wieder der Winkel, ne? Ja. Jetzt sind wir im Winkel. Ja. Merkst du, wie das jetzt verschwitzt? Schenkel und Winkel, ja. Okay. Ich will jetzt nur sagen, dass das rot geschriebene, das Gut ist Geist, ist verbundenes Licht. Das ist der Ziel-L-Punkt. Die Geburt Gottes in diesem Mit-L-Punkt, in Gottes Zentrum, das absolute Zentrum von all. Wenn wir das blau machen, okay, dann wird es sich wälzen, jauchzen, frohlocken. Da ist jetzt die Fröhlichkeit von der Angel schon da. Ja. Angst. Okay? Ja. Jetzt vertraue du. Heißt ja auch, vertraue, aber auch drehe. Drehe. Ja. Generation ist eine Ehe. Ja. Wenn du das begreifst, dann wirst du merken, wirst du jubeln, dass du Freude kriegst an dem ganzen Spiel. Schau, ich habe jetzt hier schon die Singularität. Ja. Bewusstsein eines I, eines kleinen Gottes, eines bewussten Ich-Sein. Das Bewusstsein eines bewussten Ich-Sein, das bist du ja schon. Mhm. Okay? So, und jetzt schauen wir uns das einmal ein bisschen an, was hier das Universum. Ist das Universum ein schwarzes Loch? Uni ist das eine, Versum heißt in eins gekehrt. Das ist doch, Universum ist doch schon, das Wort heißt doch schon, alles, was hier um ein schwarzes Loch herum zu sein scheint, was wir uns jetzt ausdenken, ist eigentlich, kann das schwarze Loch gar nicht verlassen. Es kann Krishna gar nicht verlassen. Ja. Da brauchst du dann das weiße Loch dazu. Das weiße Loch, das Weib, gebiert ja, es stößt ja alles aus, was der Mann in das Weib hineingespritzt hat. Mhm. Okay? Die Singularität, und jetzt schauen wir mal. Jetzt fahren wir mal. Wir haben uns Ton hast, ne? Ja. Ist unser Universum das Innere eines schwarzen Lochs? Was auf den ersten Blick völlig absurd klingt, das wird von theoretischen Physikern durchaus ernsthaft diskutiert. Carl Sagan sagte einmal, wenn wir wissen wollen, wie es im Inneren eines schwarzen Lochs aussieht, müssen wir uns nur umschauen. So, jetzt pass auf, das schwarze Loch ist dieses erste Urlicht im allerersten Tetraeder. Und wenn dieses Urlicht, das Bewusstsein Gottes, um sich herum schaut, ausgedachterweise hast du vier Spiegel um dich herum, das ist unsere 1-4er-Struktur, und dann siehst du unendlich viele Lichter, wo jedes dieser Lichter wieder selber in einem Tetraeder drin sitzt. Und da ist der Trichter drin. Ja. Das heißt, das Universum, das ist das Uni, das verbundenseinde Gott, der verbundenseinde Gott des Uni, durch Divisionen, 1 durch 4, was in ihm selber gedeiht ist, stellt er gedanklich um sich herum, und das sind die vielen Lichter, das sind die Sterne. Mhm. Das heißt, willst du ins Innere eines schwarzen Loch schauen, schau einfach um dich herum, du bist das schwarze Loch. Weil dich kann nichts verlassen. Mhm. Verstehst du jetzt die Symbolik? Ja. Du kannst dir was ausdenken, du kannst dir Mond und Sterne ausdenken, aber die sind hier und jetzt in dir drin, weil die können dich nicht verlassen. Zweites Gebot, mach dir kein Bild von irgendwas da droben im Himmel. DR, geöffnete Berechnung, ist kreisende polare Existenz in Gedankenwellen. Ja. Und die tauchen ja nur gedanklich in dir auf, aber sie können dich nicht verlassen. Ich sage dir, alles, was in dir auftaucht, was irgendwelche Protagonisten in deinem Traum dir erklären, stimmt. Aber die Erklärungsmodelle und die Vorstellungen, die du aus diesen Worten machst, die sind das Problem. Genau. Aber wie kommt man auf sowas? Gibt es tatsächlich... Wie kommt man auf sowas? Bei ihm, den ich mir jetzt ganz bewusst ausdenke, der ist nur ein Schwätzer wie jeder Lehrer, jeder Besserwisser, jeder erklärt dir irgendwas, was er irgendwo gelesen hat. Mhm. Es sind alles nachäffende Trockennasenaffen bei eigener Definition. Mhm. Selber denken funktioniert nur mit Intuition. Das habe ich im letzten Selbstgespräch immer auf das Wort Intuition eingeben. Das ist eine Eingebung. Mhm. Aber eingeben ist schon wieder Ayin. Als mit alle vorne geschrieben, heißt ein nicht existierender Geist in der Ebene fängt an, hier vollkommen symmetrische Gedankenwellen aufzuschmeißen. Ob ich das Wellenberg oder Wellendal nenne. Mhm. Du musst immer wieder wissen, dass der Vorgang des, wenn du dir was ausdenkst, das ist ja dieses Entfernt von dir. Stellst du dir jetzt, hast du mal einen Wellenberg vor,
Dann entsteht zwangsläufig ein Wendal. Ja. Auf mein kleines Bild schauen unten. Ich gehe jetzt mal die Aufnahme aus. Und jetzt interessant, dieser Wellenberg muss sich wieder reinfließen in das Wellental und dann wird es wieder zu einer Ebene, weil der die Ebene eigentlich nie verlassen hat. Mhm. Wir füllen eigentlich das bloß wieder auf, dass wir wieder zu einer Ebene werden. Dann denkst du den Gedanken nicht mehr. Ja. Gut? Ich Hinweise, vielleicht sogar Beweise, dass die Grenze unseres Universums der Ereignishorizont eines schwarzen Lochs ist. Wir stellen diesen Ansatz heute im Detail vor. Ich bin Ronny, willkommen bei Raumzeit. Begann mit einer simplen Feststellung. Ein schwarzes Loch und der Urknall weisen einige Gemeinsamkeiten auf. Vermuten wir im Inneren von schwarzen Löchern eine Singularität, einen Punkt von... Das haben wir gerade besprochen. Die Singularität ist letztendlich und einzig eine absolute Einheit. Aber jetzt ist diese Einheit, das ist Geist, das ist E-Quadrat, das ist Bewusstsein. Mhm. Und in dem Moment, wo diese Einheit, dieser Geist anfängt, in sich die Visionen zu machen, sich selbst zu teilen, zerspringt unser eines nicht denkbares, rot geschriebenes erstes Urlicht vom Ersten in dieser Tetraederspiegelstruktur in eine ausgedachte Peripherie, die letztendlich nur die Divisionen in ihm selbst sind, die Facetten in ihm selbst sind und fokussiert sich nur in eine Richtung. Mhm. Und jetzt geht das Spiel schon los, wo ich so oft gezeigt habe, wenn du mal einen Finger anschaust, wenn mir zum Beispiel eine Sphäre, man denkt sich ja das kugelförmig um einen herum, KGL, wie eine Welle, um einen herum, eine Welle, die in dir auftaucht, das symbolisiert die 200 Gramm rote Knete, die Oberfläche ist ja zerklüftet. Das sind jetzt Wellen nicht auf einer Ebene, sondern auf einem unendlichen Kreis. Ja. Auf einen unendlichen K-Reihe S. Das ist ein Spiegelbewusstsein, ja, wo es kein Außerhalb gibt. Es gibt kein Außerhalb von Reihe. Rot geschrieben, der Kopf des Schöpfergottes. Genau. Es gibt ein Halbaußen, wenn ich was über einen imaginierten Nullpunkt hinaushebe, was dann innen fällt. Das ist diese Nulllinie, wo ich sage. Mhm. Aber es ist definitiv, egal was in der Welle passiert, bleibt es immer Null. Ausgedacht. Durch eine Division ist es bloß mit Plus Minus auseinandergerissen. Arithmetisch gesehen bleibt es immer heil. Gut, diese Singularität, das ist auch der Punkt. Im letzten Selbstgespräch wurde der Monismus angesprochen. Dann sagt wieder so ein Schwätzer in Wikipedia, Monismus ist das Gegenteil vom Dualismus. Dual, du nichts, du Gott. Du Gott. Entspringst in eine Dualität. Das ist die Plushälfte und die Minushälfte. Die Krankheit und die Gesundheit, der Sonnenschein, der Regen, das Hell, das Dunkle, wie du es auch immer nennen magst. Ja. Ist aber untrennbar praktisch eins, ist, weil es das, jeweils das eine Ausgedachte, speziell Ausgedachte, ohne das andere überhaupt nicht existiert. Ja. Speziell beginnt übrigens mit SB, raumzeitliches Wissens. Bell heißt eine Schwelle. Und ETS 7090 heißt Baum. Ein Baum. ETS ist eine augenblickliche Geburt. Ja. Darum haben wir in der Bibel ja den Etz, den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Ja. Dof Vera, die spiegelt aufgespannte Polarität. Ja. Dof ist gut. Vera. 270 geschrieben, berechneter Augenblick. Ja. Augen, wieder Augen heißt Becken. Jetzt sind wir wieder hier bei unserem Schenkel. Mhm. Die polaren Ecken, je nachdem in welche Ecke schaust du rein, in welchen Tetraeder, dann dreidimensional vorgestellt. Wenn du die Grundlagen hast, kannst du mir jetzt geistig folgen. Ja, ja, das ist eine Reise. Ein Monismus, der im Widerspruch steht zu einem Dualismus, ist ausgedachter Monismus. Das ist noch nicht der absolute Monismus. Wenn ich sage, Monismus ist die These, dazu gehört die Antithese Dualismus, beide zusammen als Welle plus Minus ergeben den absoluten Monismus. Das wiederum ist auch der absolute Solipsismus. Das ist jetzt nur Soll. Der Solipsismus ist ja dieses Einheitsding. Es gibt bloß einen einzigen Geist. Das ist das Drucker vom Bücherregal. Der dann in Geistesfunk zerspringt, wenn er hier, das ist dasselbe, wenn ich jetzt mich mit einem peripherären, ausgedachten Ich verwechsel. Dann wird das Zentrumsmittelpunkt setzt dich dann automatisch in der Peripherie in ein Tetraeder rein, wo er natürlich dann auch ein Ich ist. Ja. Meine Welt, mein Traum.
Aber es ist nicht mehr, es gibt, ich kann mir ja auch andere Ichs denken, die träumen. Mhm. Das sind aber alle schon ausgedachte Ichs. Wer denkt sich? Ja. Ich sage, welcher Geist denkt sich seine Geistesfunken aus? Die letzten Endes nur Facetten von ihm selber sind. So wie die ganzen Lampen in dem Spiegel, mhm, im Spiegeltunnel oder im Spiegel der Tetraeder nur polare Existenzen, mhm. Mhm. Spiegeltunnel, dreidimensional gedacht hier, mhm, Ben, Sohn von Sohn von Sohn von Sohn. Ja. Okay? Da sind die Enkel. Sicher Dichte und Masse. So gehen wir von einer identischen Konfiguration auch für das Universum vor dem Urknall aus. Ein Punkt von unendlicher Dichte. Identisch übrigens. Ganz interessantes Wort. Ich will jetzt der ganzen, bleiben wir nur im Hebräischen. Das ist intellektuelle Existenz. Ja. Okay? Mhm. Ist immer DN. DN heißt geöffnete Existenz. Mhm. IN, DN, das heißt Urdein und Ich, heißt immer eine Gestaltwerdung. Ja. Und eine Gestaltwerdung kann nur passieren, wenn eine Gedankenwelle da ist, ist immer eine Urteil. Du musst das eine urteilen, aufgespannte, mhm, Berechnung machen. Und Masse, der sich dann ausdehnte und Zeit und Raum erzeugte. Diese ganz interessant, der Urknall, der dehnte sich aus und dadurch hat er Raum und Zeit erzeugt. Aber jetzt pass auf, jetzt kommt das Spiel, der war natürlich in der Vergangenheit. Ja. Ich sagte, Urknall passiert jeden Moment, du selber bist dieser Urknall. Ja. Singularitäten sind mathematisch mit Hilfe der allgemeinen Relativitätstheorie zu errechnen. Beziehungsweise nicht zu errechnen, denn bei den Unendlichkeiten der Singularität, da gibt Einsteins Theorie auf. Es geht allerdings weiter, bis zum Rand des beobachtbaren Universums, um genau zu sein. Wenn wir nämlich. Was beobachtest du? Wenn du was beobachtest, du beobachtest deine Informationen. Hier. Soll ich nochmal sagen, bis an den Rand des Universums. Es gibt keinen Rand des Universums. Ja. Das Universum ist das in eins gekehrte und der Rand selber ist in dir drinnen. Ja. Immer denken, R-A-N-D, der Rand, ja, ist das Land und der, ja, besteht aus, ja, Land und es ist eine weltliche Vorstellung, die du, ja, hast, die letztendlich deine Information ist. Ja. Jegliche Form von Information ist als Ding an sich eigentlich nichts. Das Schöne ist. Das Wort Information heißt ja immer die Vorsilbe in. Ja, ja. In Form. Es das ist in mir Mann, eine Formation. Eine Form, die aber keine Form ist. Denk an, mhm, das Wort Individuum. In, ja, dir ist etwas Unteiles, das in sich selber sich teilt. Das Schöne ist ja auch. Du musst. Ja, das Schöne ist ja auch, dass in Bezug zu diesem, ich denke mir etwas aus, ich schaue in diesen Spiegel, dass genau das. Dieser Raum, der entsteht ja im Hier. Das heißt also, das Hier bezieht sich auf den Raum und das Jetzt bezieht sich auf die Zeit. Und das immer hier und ist immer jetzt. Ist richtig. Und das Denken heißt, als Ding an sich hebräisiert, die N heißt eine geöffnete Existenz, heißt ja. Urteilen und Ken ist die Basis, das Fundament F, eine Facette unter Lateinisch. Ich bleibe jetzt nur mal ganz kurz so oft gesagt. Mens heißt denken, mendior heißt etwas überlegen und Lügen verbreiten. Mhm. Das ist die Verstreuung in Raum und Zeit. Egal, wo du dir was räumlich oder zeitlich hindenkst und, mhm, du redest dir mit einer anerzogenen Schwamminhalt, mit dieser extrem, mhm, trügerischen Führerscheinprüfungsbogen-Fehlerwelt ein, dass diese Sachen, die du dir, ja, irgendwo jetzt hindenkst, dort sind, wo du sie dir hindenkst. Nein, da sie sind außen jetzt sind in deinem roten Kopf. Genau. Und das ist das zweite Gebot gebrochen. Immer. Ich sage, du bringst laufend, solange du Materialist bist oder gläubiger Esoteriker, mhm, oder gläubiger Mensch, egal welche Religion, es sind tiefgläubige Materialisten. Mhm. Jetzt hören wir nochmal genau zu, pass auf. Diese Entfernung kennen und davon ausgehen. Schon die Entfernung, ich muss das nicht nochmal erklären, ich habe so oft erklärt, was Entfernung bedeutet. Es ist nur Geschwätz, geistloses Geschwätz. Übrigens ist der, den du dir jetzt ausdenkst, nicht daran schuld, dass er dir spricht, was du dir jetzt ausdenkst, was du träumst. Du bist schuld. Ich bin schuld, genau. Begreif endlich einmal, ich nehme alle Schuld auf mich. Genau. Ja. Dass sie den Ereignishorizont unseres schwarzen Lochs darstellt, dann können wir die Formel für den Schwarzschildradius anwenden, um die Masse des Universums auszurechnen. In der Tat kennen wir diese Entfernung. Wir gehen davon aus, dass das beobachtbare Universum aktuell... In der Tat. Die Liliane hat auch jetzt so oft erklärt, die 11. Sephira. Mhm. Dat. Die 11. Sephira ist dort. In der Tat.
11 wiederum ist Ei und es heißt nichts. In der Tat erkennen wir diese Entfernung. Wenn du im Tat lebst, im Nichts lebst, dann weißt du, dass alles, was von dir entfernt erscheint, eigentlich in dir drin ist, wie das Wort Entfernung eigentlich schon heißt. Nicht fern, ja. Das ist das absolut vollkommene Denken, weil man anfängt, seine Vatersprache, das wirklich geistreiche Deutsch, Deutsch, Alemannisch zu verstehen. Ja. Einen Radius von etwa 46 Milliarden Lichtjahren hat. Dann das ist jetzt natürlich, hier geht das Spiel schon los. Was machst du aus diesen Wörtern? Die 13,8 sind ja nicht zufällig. 13 ist 1. 13 symbolisiert unser Echad. Ich könnte jetzt sagen, der göttliche Geist. Der göttliche Geist ist die Reihe. Die Reihe heißt vier Spiegel. Mhm. Und das ist eine große Kollektion, wenn du ins Koma fällst. Die Liebe der Acht. Und dann beginnt es mit Mil. Mil, gegenüberliegend und beschnitten. Mhm. Lieh zu mir, kommen erweckte Urteile. Mhm. Das Licht ist ich. Licht, wenn ich immer das rot mache. Mhm. Jahre heißt schlafen, wiederholen und lernen. Ja. Und das Ganze basiert auf Grund. Dem Geist in einer Form von Rundendrehen. Ja. Das ist das Grundprinzip. Ist im letzten Selbstgespräch bin ich auf das G-Rundprinzip eingefallen. Da steckt hin das Zip. Ich sage immer, das Ganze ist extrem gezippt, komprimiert. Das kannst du entfalten, entzippen. Mhm. Und die Öffnung einer Berechnung, DR ist eine Generation. Ist Expansion. Ion heißt immer auf Griechisch in Bewegung gesetztes Sein des Universums. Expansion könnte man auch. Rechnen wir mal schnell nach und auch ohne Mathealarm, weil es wirklich nur ein paar Sekunden dauert. Wenn wir die Schwarzschildformel nach der Masse umstellen, dann erhalten wir. Das ist so schön das Wort ohne Mathealarm. Gelerntes Wissen. Mhm. Das gelernte Wissen ist Alarm. Da kann ich sagen, all ist arm. Ja. Das würde ich übrigens dann so Ares Eres. Pass auf, ganz kurz meinen Gedankengang dazu. Wir wissen ja, ARZ, das ist Erde, erwecktes Wissen. Genau. Okay, das ist übrigens, der Erdboden ist ein Dharma, das stimmt nicht ganz. Das ist schon sehr weit hergeholt. Erwecktes Wissen. ARZ, das heißt auch, ich werde zu laufen anfangen. ARZ ist ja der Läufer. Das heißt, die Schöpfung ist berechnete Geburten. Wir können das aber auch mit 70 schreiben. Unsere zwei Vokale. Ja. Dann kriegst du das Grauen. Okay? Mhm. Das Durchbrechen, das Erschrecken, das Fürchten, das Zusammenfahren. Wer fährt zusammen? Das Ani. Mhm. Ani ist das Ich. Das kleine blaue Ich, das du zu sein glaubst. Das können wir aber auch mit 70 schreiben. Mhm. Und dann fällst du in die Armut, in das Elend. Mhm. Merkst du, das ist ein rundes Spiel. Absolut. Ja. Aber jetzt schauen wir uns mal die Formel an. Wir folgende Gleichung. Der Radius des beobachtbaren Universums mal C zum Quadrat, geteilt durch zweimal groß G. Die. Okay, du wirst dich wundern. Hm. Wie er das ausrechnet, das sieht er nur so aus. Jetzt setzt er hier die Werte ein. Da können wir jetzt auf jeden einzelnen Wert eingehen und wir machen jetzt mal Folgendes. Ich mache meinen Taschenrechner auf. Okay, und dann gehen wir das ganz einfach mal rein. M, rot gelesen, M ist das Immerseiende. Das Meer ist ja, ich mache hier nochmal ganz kurz, habe ich es schon so oft angesprochen. Das Meer ist ja unser Im, unser Yom, wie das ausspricht. Ja. Okay, die ewige das Zeit. Ist einmal das Meer. Memim ist das Wasser. Ich kann jetzt aber Folgendes machen. M als Vorsilbe gelesen heißt vom. Vom Meer. Das Wasser, das ausgedachte Wasser, das blaue Wasser ist vom Meer. Unser Wellenberg, den wir uns jetzt ja bewusst als etwas, als ausdenken, als ein Gegenstand. Ja. Okay, Gag ist ausgedacht. Gag ist ja vom Meer. Ja. Aber da es ein Berg ohne das Dahne gibt, machen wir jetzt das Yom, wir nehmen das Mem als Gestaltwerdung und das Yom ist ja unsere Dualendung. Dualendung. So oft gesagt, haben wir im Deutschen nicht. Die Regel ist zum Beispiel das Bein, wie ein, die Polarität ein, Regel. Also eine berechnete Welle, egal heißt ja Welle,
Eine berechnete Welle. Ist Polarität 1. Jetzt könnte ich das Sahin auf Sahin schreiben, eine Polarität, das selber ja nur auseinandergedacht ist. Genau. Okay? Ja, ja, ja. Die Regel im sind die zwei Beine. Ayin ist das Auge, der Augenblick. Ayin im sind die zwei Augen. Die Im-Endung ist eine Dualendung. M, wenn wir das jetzt als Dualendung machen, wir setzen es Mem für Gestaltwerdung, dann heißt es ja zwei Gestaltwerdungen. Ah, ja. Ja, Weltberg und ja. Weltdahl. Ja. Vom Meer. Merkst du jetzt, fange ich an, Vorsicht, richtig zu setzen. Du hast vom Meer zwei Gestaltwerdungen. Ah, Udo, mir fällt gerade ein, das Elohim ist ja auch die Mehrzahl von Gott. Jetzt hast du aber, wenn du das im weglässt, dann hast du Allah. Also dann hast du El. Ja, Elo heißt jetzt erst einmal, unser All ist jetzt erst einmal nichts. Ja, genau. Das ist ein Widerspruch. Da muss immer wieder bei dem Elohim ist in der Übersetzung, in der Philosophie, wird da sehr, sehr viel drauf eingegangen. Das ist zuerst einmal die 31. Die können wir ja spiegeln als Le. Ich sage, das ist eine absolute Implosion. Darum heißt es auch hinzu, El wird ja oft übersetzt mit hinzu, wieder hin, zurück zu dieser Einheit. Und es heißt nichts. Gut? Interessant ist es, dass wenn wir das spiegeln, Le ist explodieren. Das ist das schwarze und das weiße Loch. Ja, das ist überhaupt, genau. Das schwarze Loch ist El und das weiße Loch ist Le. Ja. Oder La, je nachdem, wie wir das alle fokalisieren. Interessant ist, der Pyramidenwert ist 32. 32 ist wieder Leb. Das ist das Herz, rot gelesen, das Innerste. Die 32 Wege. Ja. Okay. Und der 33. Weg ist dann dort. Wenn wir die 33 dazu setzen. Das ist das. Okay. Jetzt pass aber auf. Interessant ist, wenn wir Lamm machen, dann ändert sich der Pyramidenwert. Jetzt kriegst du die 61 und die 61. Das ist das dann mal hier. Das Bewusstsein Gottes, was aber blau gelesen wird, ist zur raumzeitlichen Schöpfung. Genau. Ja. Gut. Das ist Klartext. Boah. Das ist alles Klartext. Aber was ich jetzt will, pass auf, jetzt muss genau aufpassen. Unser Mem, ich habe jetzt ja nur ein bisschen mehr über das Mem erzählt. Das Mem als Ding an sich rot gelesen. Ist das dann mal der 13. Buchstabe? 13 ist unser Echad, unser L. Haben wir doch gerade gehabt. Ja. Ich hatte das eine. Interessantes, rot gelesen symbolisiert es das geistige Meer, blau gelesen die Gestaltwerdung. Habe ich so oft gesagt. Ja. Okay. Jetzt pass auf, wir machen jetzt Folgendes. Wir setzen einfach mal die Werte ein, die wir hier haben. Jetzt pass auf, was jetzt passiert. 40. Also, das müssen wir jetzt, du musst wegdenken von dem sogenannten zahlentechnischen Denken, sondern wir gehen in die Welt der Systeme. Die Gestaltwerdung des Meeres, rot-blau, setzen wir jetzt einfach R ist 200. 200, wenn die 200 aufgespannt wird, C-Quadrat setzen die jetzt als Lichtgeschwindigkeit. Unser C, A, B, C ist der dritte Buchstabe, im Quadrat ist die 9. Das heißt praktisch, ich kann jetzt lesen, die Berechnungen werden zu Spiegelungen. Die aufgespannten Berechnungen. C, wir machen A, B, C, machen wir, da gibt es noch mehr Möglichkeiten. Es gibt immer viele, viele Perspektiven. Denk an die 16 Perspektiven. Ja. Die übrigens gespiegelt die 61 sind, die ich gerade angesprochen habe. Die zwei Ziffern. Okay, müssen wir das 200 mal 9? Schau, das gibt jetzt 1800. Eins ist das nicht denkbare Ein, das nicht existierende, das ins Koma fällt und dann kriegst du die 800, das ist das Wissen auf der 100er Ebene. Ja. Und das müssen wir jetzt durch zweimal die, das ist unser Gag, JCHICH rot, weil ich ja mit dir arbeite. Ich kann ja erst das arbeiten, wenn ich zu, wenn JCH ein Buch in die Hand nimmt, zu einem ICH wird, das wiederum durch das Buch ein blaues Ich kriegt. Genau. Ja. Erst das erzeugt der Gestaltwerdungen. Kannst folgen, ich sag's ja, mal. Ja, klar. Gag heißt ja ausgedacht. Total, ja. Das heißt, JCH vom Bücherregal muss ein Buch in die Hand nehmen. Sobald du ein Buch in die Hand nimmst, weil ich
Wir werden zu einem ICH rot. Ja. Aber das Buch ist das blaue Ich. Das ist das Programm. Das ist nötig, dass in dem Kopf Berechnungen passieren, die sich spiegeln. 9. Ja. Kannst du folgen? Ja. Okay, jetzt, und dieses C, diese D-Reihe im Quadrat hebt jetzt 2 hoch. Da steckt jetzt hier, da haben wir, wenn wir das um 1 rüberschieben, haben wir schon die 18 unendlich, ich unendlich. Mhm. Wenn wir das unter den Punkt schreiben, kann ich 18 unendlich lesen. Ja. Okay, das heißt aber, das 1 wird jetzt zu einer großen Kollektion von Unendlichkeiten. Mhm. Immer die 0,0 kannst du immer als unendlich setzen. Mhm. Gut. Und das Ganze müssen wir jetzt durch 6 teilen. Mhm. Weil 2-mal geht 2-mal die Reihe. Ja. Typ 3 und drüben. Sobald du dir nämlich an Tetraederspiegel denkst, muss ja ein zweiter da sein. Das ist dieses Zeichen von mir. Okay. Dieser Tetraederspiegel. Das sind 2 Tetraeder. Also teilen wir das jetzt durch 6. Wahnsinn, ja. Da kommt das Shin, ne? Jetzt kommt das Shin. Du bist ja ganz, ganz clever. Aber was hat jetzt das Shin ist Mem? Wird dein Geist wieder sagen in seiner Unwissenheit, da stimmt doch was nicht? Nein, wir haben 2 verschiedene Shin. Wir haben genau. Für das rote M haben wir den Logos des Meeres, das Shin, das ja das M rot geschrieben, das immer Seiende ist, der dann Logos der Weisheit. Ja. Und in dem Moment, wo wir das links punktieren, umdrehen, zu einem Sinn machen, kommst du jetzt zu der ausgedachten Singularität. Ja. Gestaltwertungen. Das gespiegelte M. Ja klar, dann hast du das Shin. Jetzt lass mich mal was I ausrechnen. Zum Quadrat. Das teilen wir durch 2 mal 6,674 mal 10 hoch minus 11, die Gravitationskonstante. Und mal eine kurze Information, warum wir die großen Zahlen so schreiben. Zunächst. Wir haben natürlich hier schon permanent Einheiten, raumzeitliche Einheiten. Ja. Und raumzeitliches Denken ist extrem trügerisch. Ich könnte jetzt das genauso perfekt alles aufbröseln. Ja, das dauert aber lange. Immer wieder, es ist so unendlich selbst anmaßend, wenn ich irgendwas rezitiere, das ich in der Tiefe gar nicht verstehe. Die Sachen werfen in jeden die Vorstellungen aus, was man ihnen in der Schule beigebracht hat, was das bedeutet. Und wir schauen wir mal ganz kurz. Dies wäre eine Alltagsschreibweise aufgrund der absurden Menge an Nullen extrem verrückt. Eine Alltagsschreibweise. Mhm. Heute ist immer. Ja. Und jeder Moment, der heute in dir auftaucht, passiert jetzt. Das ist Shin-Rei. Und das B-Weise. Ist ein Alltags-Shin-Rei-Weise. Bist du schon? pass auf, jetzt lass mal hier zu. Also die Anwendung der Potenzgesetze, welche das Rechnen mit großen Zahlen extrem einfach gestalten. Wenn ihr euch für das Rechnen mit Potenzen interessiert, bietet euch der Kanal von Lehrer Schmidt einen schönen Überblick. Einen Link findet ihr hier oben und in der Videobeschreibung. Aber zurück zu unserer Rechnung. Wir erhalten 3,26 mal 10 hoch 53. Ganz interessant. Dieses M. Wir haben ja 2 M. Wir haben festgestellt, wir haben ein rotes und ein blaues. Wir haben unseren D-Rei, in dem sich der Jahwe befindet. Jahwe ist nur ein anderes Wort für Adam. Denker und Ausgedachtes. Ein ausgedachter Denker, ein Adam, jetzt ist immer ein ausgedachter Denker mit einem ausgedachten Moment, der in ihm auftaucht. Das passiert in der D-Rei. 3,26. Mal 10, das ist jetzt dieser kleine Gott, hoch 53. Und dann machen wir jetzt einen ganz kleinen Sprung. Pass auf, wir machen einfach mal Folgendes. Die 53 setzen wir jetzt ganz einfach MG. Den äußeren Wert 53. Okay? Und dann schauen wir mal. Es gibt noch viele Möglichkeiten. Wir können den Pyramidenwert anschauen, aber wir schauen mal wollend, willig sein, folgend akzeptieren, begehren, einwilligen. Das ist Abim. Das heißt der Vater des Meeres. Wenn ich das schreibe als Abim. Aber ist das nicht Ubi 86 El Hayom? Ja. Ja, klar. Ich kann aber Ab auch blau lesen, dann heißt es ein aufblühendes Meer. Aha. Aber Bim rot gelesen heißt Regie führen. Kannst du auch schauen. Ich werde Regie führen, etwas inszenieren. Ja. Stehst du denen schon wohlwollend gegenüber? Den eigenen Charakteren, ja. Das ist natürlich auch, du kannst jetzt den Ab beim Aufbringen zu einer Trauer machen, zu einer Klage, einer Totenklage, zu einer Trauerzeit. Wir brauchen immer plus minus. Wobei natürlich Koll alles
Ich sage immer, fängt an bei Age, bei H zu alternieren. Alles fängt an zu alternieren. Ja. Dann kriegst du plötzlich Tode, so viel im Klang, Lage, Call A. TR, Auerzeit. Es gibt ja dieses Auer, ne? Richtig, jetzt pass auf. Die 53 ist aber auch der Eckstein, den die Baumeister verloren haben. Das ist nämlich der Stein, bestehend aus Ab und Ben. Ja. Ab und Ben. Sind wir so oft drauf eingegangen. Ja. Gewicht. Das heißt aber auch ihr Vater. Da sind wir wieder beim Gewicht auch, ne? Wir sind das Ganze, es bleibt alles bleibt gleich. Schwere. Hier beachtet die Farbgebung, geistig geleben, Vater, Sohn. Ich bin eins mit dem Vater. Ja. Blau gelesen, ist Gottes aufgeblühte, in der Welt sichtbarer Sohn. Das bist du. Du hast ein Innerstes, das immer ist, und ein Äußerstes, das vergänglich ist. Sich ständig verändert. Das ist wieder der Wohnungsinhaber und der Mieter ist letztendlich dasselbe. Ja. Vorhergehend rein. Wir können jetzt da runterfahren. Jetzt beginnt das Tor, die Reihe. Und diese Reihe ist eine Ich-Spiegelung. Du bist dabei. Jetzt pass auf, jetzt kommt ein ganz interessantes Wort. Jetzt müssen wir die nochmal einzeln auffächern. Ausgehen, beendigen, zu Ende gehen. Wenn du aus dir herausgehst, beginnt was. Wenn das da außen wieder aus dem Außen herausgeht, geht es wieder zu Ende. Ja. Du musst es ja immer wieder spiegeln. Ja. Okay? Ja. In meinem Alibi. Alibi ist eine Ausrede. Klingt immer wieder einseitig ausgelegt, nicht besonders lieblich, aber Ali heißt mein Gott. Mein Gott ist in mir. Ist in mir. Mein Gott ist in mir. Ich glaube, ich lasse jetzt das mal sein. Wir hören mal weiter. 10 hoch 53. Der kleine Gott, was? Mein Gott ist in mir. Das ist der Eckstein, die 53. Ja. Jetzt können wir das alles da einsetzen. Aber da hast du immer die 3, die Reihe, die zu einer 26 war, zu zwei Sechsen. Okay? Weil mir immer, wenn du was denkst, ist nochmal doppelt. Schauen wir mal nochmal ein Stück an. Kilogramm, das ist bemerkenswert. Denn die baryonische... Das ist wirklich bemerkenswert, oder? Ja, finde ich auch. Da muss man aber ein Geister sein, der das merkt. Also die aus Atomen bestehende Materie des sichtbaren Universums wird auf 10 hoch 53 Kilogramm... Die aus Atomen, aus unteilbaren bestehende Materie eines sichtbaren Universums. Du bist ein Atom. Du bist als Geisteswesen was Unteilbares, aber durch deine Divisionen in dir teilst du dich selber in unendlich viele Facetten, in Putz, Zell, Strücke, in ausgestreute Schatten. Voilà, aufgespannte Geburt. Etwas aus B-Reihe, aus dem Inneren des Spiegels herausstreuen, sich verbreiten, verteilen. Was verteilt sich? Die Zell, die Schattenzell. Schatten. Und darum ist auch die junge Schlange, musst du wissen, jetzt kommt hier dieses Plus-Minus in unserem Spiegeltunnel. Hell-Dunkel, wo du noch chronologisch denkst, was immer nur gleichzeitig sein kann. Ja. Jetzt war mal da hinten mal noch wäre unser Universum also ein schwarzes Loch, dann hätte es ziemlich genau die richtige Relation von Masse und Radius. Das war für viele, auch für Carl Sagan. Das raumzeitliche Denken ist so eine Falle. Es sind symbolisch vorgestellte Bilder, die du geistreich zu deuten wissen musst. Ja. Dass du wirklich intellektuell das verstehst. Das ganze wissenschaftliche Geschwätz, auch in der Schulmedizin, wir können jetzt in die Phonetik gehen, wie Geräusche entstehen, da bin ich so oft immer nur ansatzweise drauf eingegangen. Alles Wissen in deiner Welt ist richtig. Aber nur ein winziges kleines bisschen in Bezug auf das Ganze. Mit Holofeeling vereinfacht sich das, weil du es plötzlich verstehen kannst. Holofeeling ist nur ein Wort für allumfassende Liebe. Wenn ich Liebe sehe, ich kann mich mit allen verbinden. Auch intellektuell, wenn ich die Vordersprache beherrsche. Ja. Jetzt machen wir schon mal, was er da sagt. Jetzt wird natürlich viel rezitiert, aber da kommen ein paar schöne Sätze. Unterscheiden. Sie liegen beide hinter dem Ereignishorizont. Poplawski zufolge lassen sich über eine torsionsgetriebene Expansion auch Phänomene unseres Universums erklären. Etwa die Beobachtung, dass Galaxien in verschiedenen Hemisphären des Alls tendenziell gleiche Rotationsrichtungen aufweisen.
In der einen Hemisphäre rotieren sie mehrheitlich im Uhrzeigersinn und in der anderen vorwiegend entgegen dem Uhrzeigersinn. Immer, die haben immer zwei Seiten und da kann ja nur eins davon stimmen. Aber interessant ist, dass er von einer Torsion spricht und einer Rotation spricht. Rot wissen wir schon mal, ist der Adam. Ion heißt in Bewegung sein. Ihr findet einen Link zu Pawlowskis Aufsatz in der Beschreibung. Natürlich muss man hier vorsichtig sein. Zunächst mal ist Pawlowskis Theorie nur Spekulation, die auf einer Hand. Die Theorie ist nur eine Spekulation. Mhm. Spekulation ist eine Spiegelung, okay? Voll von Beobachtungen. Es ist immer eine Spiegelung von dem, was dir einfällt, was du nachplapperst, was in dir auftaucht. Du spiegelst es ständig und suchst nach einer Einseitigkeit, nach einem Ausweg. Theorie, das ist auch, da ist dieser... Ich will möglichst lange leben, eine auseinandergeschmissene Polarität sein, ich will aber nicht tot sein. Tod wiederum hast ja so viele. Ja. Ein Widerspruch in sich selber. Ja. Indizien und Berechnungen beruht. Urknall und die Singularität von schwarzen Löchern weisen Gemeinsamkeiten auf. Aber das ist letztlich ja auch dadurch bedingt, dass wir beide Phänomene mit der gleichen Theorie, nämlich der allgemeinen Relativitätstheorie, errechnen. Dazu kommt, dass im Standardmodell der Kosmologie ein schwarzes Loch Teil der Raumzeit ist. Wir können es sehen, aber es ist eingebettet in unser Universum. Ist eingebettet. Es ist das Zentrum. Ich wollte eigentlich hier die Stelle mit der Rotation und wir lassen das jetzt einmal gut sein. Ich hoffe, dass der jetzt dieses Mal umschaltet. Hast du mein Bild wieder? Ja, habe ich. Wie gesagt, jedes einzelne Wort musst du erst verstehen, um den Gesamtkontext zu verstehen. Und dann wird dir immer mehr bewusst, was für geistloses Geschwätz die Figuren in deinem Traum von sich geben, inklusive den, der du ein Leben lang zu sein geglaubt hast, die meiste Zeit. Es geht hier um ein unendliches Wissen, das letztendlich geäußert wird von dir. Und du denkst dir das immer als Quelle, die Figuren, die du dir ausdenkst. Du bist die absolute Quelle für alles, der Geist, der sich alles ausdenkt, zumindest deine Welt. Ja. Aber alles Wissen, was in dir auftaucht, kommt aus dir. Das heißt, alles, was Protagonisten in einem Traum erklären, sind nur winzige Perspektiven von einer höheren Einheit. Ja, Udo, wenn ich das jetzt mal so sehe, dann ist das Ich-UP sozusagen so weit ins Räumliche hinausgeraten, dass er sich quasi dieses Konzept von Holofeeling, das Deutsche zu benutzen, um Hebräisch das umzuformatieren, sich wieder ganz schnell wieder zurückgenommen hat, weil er gemerkt hat, ich gehe schon sehr an den Rand des... Ja, der Rand ist aber, ich stehe mit einem Bein im Meer und mit dem anderen am Rand und der Rand ist das Land, das ist der Sand, A-N-D, das ist das Schwingen und das macht mich lebendig. Und es gibt dann einen harten Rand, wo ich schon gesagt habe, bei den Smileys, der Headbanger, das ist dann das Kaff. Ja. Das nennt sich ja auch Fels. Der Fels wiederum ist zu Form werden. Das heißt jetzt, dass das nicht mehr hin und her schwingt, sondern in dem Kaff eins bleibt. Ja. Aber das sind immer sehr grobe Metaphern, darum sage ich, selbst wenn du das jetzt weißt, das war letztendlich, wenn du dich in ein Teilgebiet hineindenkst. Ich habe gesagt, wenn du jetzt Weinreb studierst, wundervolle Lehre, ich könnte jetzt viele, viele andere in Yiging studieren, die Astrologie studieren in ihrer Symbolsprache, du wirst merken, das bringt dich jetzt in deinem Brösel-Dasein, macht dich das nicht glücklich. Dein Alltagsbewusstsein bläht sich nur das Ego auf, ich wüsste etwas, was aber wirklich in der Tiefe gar nicht verstanden ist. Was dich glücklich macht, ist, wenn du Situationen sofort analysierst, entschärfen kannst, indem du schlichtweg und einfach die Vordersprache in den Uhrzeichen kann, das heißt, wenn irgendeine Situation in dir jetzt auftaucht, wo du ganz massiv mit deinem blauen Ich negativ reagierst, abwerten, nicht haben wollen, Angst erzeugen in dir selbst. Ja. Es ist natürlich Angst, ONG, immer dran denken, heißt auch Freude. Freude. Weil du noch extrem einseitig bist. Genau. Und das Schöne mit der Vordersprache ist, dass du verstehst, zuerst einmal jede Situation einen Namen zu geben, ein Wort draus zu machen und dann zwangsläufig die Gegenseite, weil du merkst, hey, Angst und Freude, das eine gibt es ja nicht ohne das andere. Das heißt, ich führe dich in diesen heilen Zustand, in dem mittigen Zustand, dass du das geschehen lassen kannst. Und das ist jetzt eigentlich erst Freiheit. Das bleibt eigentlich immer ab, ich kann es nicht oft genug sagen, du wirst dieses niemals an der Figur vermitteln können. Darum liegt auch immer und immer wieder wiederholt die Betonung, ich erkläre es dem Geistesfunk, der jetzt ein ganz spezielles Leben
erlebt, durchlebt, so wie ein Leser ein Buch liest, während des Lesens komplett vergisst, dass er der Leser ist, sondern auch so ein Kino wird, wo er eine Hauptrolle spielt. Diese Figur, die du zu sein glaubst, du erlebst dich ja von Moment zu Moment mit einer anderen Information. Ja. Aber die Informationen haben ein ganz klares Konstruktprogramm im Hintergrund. Und dann wirst du merken, dass deine Mitmenschen um dich herum nur Facetten andere KI sind. Ja, meine Spiegelungen. Das ist die Schuld. Das ist eigentlich diese Schulöffnung. Das heißt, ich lerne durch meine wiederholten Die Schulöffnung, ganz kurz, wenn man das Schuh, das Zas, das Shin, U, sprich Shin, Waff als erstes nehmen, kriegst du hier jetzt positiv gelesen das Wort Nichtigkeit. Dann kriegst du, diese Nichtigkeit wird zu LD, das hast du im Illet. Ja. So eine Lichtöffnung, was ja Gebären heißt auf Hebräisch. Aber da steckt jetzt schon der Geber mit drin, der Geburtsgeber. Ja. Der wiederum, das ist wiederum diese. Gebiert. Genau. Aber wer ist jetzt der Geburtsgeber? Den kann man auch wieder rot und blau machen. Ist es dein Intellekt oder bist es du selbst? Aber du und dein Intellekt, das rote Ich, das bist du. Und dein Intellekt, dein blaues Ich, der Mensch, nicht die Person, das ist schon ein Untersystem davon. Ja, ja. Die gehört unterem Bord zusammen. Das macht dich dann zu einem Christusgeist, zu einem Violetten. Was der Physik dann die Purpurlinie ist, die dann letzten Endes wieder in das Rote einkehrt, wenn der Geist der Kreis umdreht ist. Ja. Und das Interessante ist, dass natürlich immer wieder diese 45-Grad-Drehungen, dass ein Wirbel entsteht, das Wort Torsion, ich wollte ja gerade ein bisschen, ich habe es aber nicht gefunden, weil es nicht so lange laufen lassen, wenn du dir jetzt eine Rotation ist, jetzt hast du mal eine Drehung. Drehen ist DR, die geöffneten Berechnungen oder rot gelesen geschlossen im Kopf. Diese Generation. Das heißt, es ist was, wenn du was um die Achse rumdrehst, ein Punkt, ein absoluter Mittelpunkt, hat keinen Radius. Das heißt, sind letztendlich nur Adressen für Perspektiven. Das habe ich so oft, wenn wir unser Radix erstellen von einem Horoskop, das nennt sich eine Sphäre. Eine Sphäre ist eine ganz eigenartige Oberfläche. Und jetzt ist es also so, dass wir zwangsläufig mit den Längen und Breitengaben geben ja nur eine Richtung an. Aber es spielt sich in den Mittelpunkt ab. Dadurch verändern sich die Bilder, so wie wenn du jetzt den Kopf drehst. Die Bilder sind ja BLR im Kinderweg, die sind ja drin. Aber durch die Drehung, die aber einen imaginären Radius darstellt für eine ausgedachte Peripherie, die sich in dir selber befindet. Und das ist jetzt das Spiel zwischen den 16 und den 32 Seiten. Die 16 Seiten sind in unserer Tasse. Erinnere dich an die Bilder mit der Tasse, wenn wir hier dieses spontan gesehen das Kreuz machen. Wir haben eine Kante, wo wir praktisch von dir aus gesehen eine Kante, wo wir Tasse reinstellen. Wenn hier die Tasse steht, hier sind zwei Eckspiegel. Dann wirst du feststellen, dass in diesen zwei Spiegeln ja das in den Spiegelungen des Kreuz weitergeht. Dann hast du eine Tasse hier, eine Tasse hier, eine Tasse hier, eine Tasse hier. Da haben wir schöne Bilder gekriegt. Glaube ich, der Holger hat die reingestellt. Und genau. Formuliert. Und dann nochmal das heißt, Spiegel. Von dem absoluten Mittelpunkt aus gesehen stehen dann vier Tassen drumherum. Wo der Henkel jeweils anders ist. Wenn hier der Henkel in die Mitte rein zeigt, okay, hast hier einen Henkel, rechts, links, mit Henkel, ohne Henkel und so weiter und so weiter. Boah, pass auf. Wahnsinn. Aber jetzt ist es, dass wir ja aus der Tasse herausschauen können, da haben wir vier Tassen, haben wir 4x4, haben wir 16 Perspektiven. Diese ausgedachten Mittelpunkte. Das heißt, wenn ich in der Mitte von einem Tetraederspiegel bin und als Licht, egal in welchen dieser vier Dreiecksspiegel ich reinschaue, sehe ich ein Licht mir gegenüber. Das sind vier verschiedene Lichter um mich herum. Denkt ihr an Tetraeder, an Vierseiter, das sind vier dreieckige Spiegel, die dreieckige Spiegel und ich als Licht. Ich denke mich jetzt, ich bin ein Licht und ich schaue in einen dieser Spiegel rein, sehe ich in jeden Dreieckspiegel, je nachdem in welche Peripherie. Ruch heißt die vier Weltgegenden, Gegenden. Sehe ich ein Licht, dann sind vier Facetten von mir da. Aber diese vier Facetten für sich betrachtet, sitzt jeder auch wieder in einem D-Dreieckspiegel. Ausgedachterweise. Jetzt komme ich schon wieder, du brauchst eine komplett andere Physik im Hintergrund. Da steckt die Form, das schöne Holo-Feeling, was ich dir gerade mitteilen wollte. Was die Berechnungen, die Hirnwichse, wie ich das nenne, was die machen. Du kommst aus dem Hexen
Kessel nicht raus, wenn du nicht erst einmal dein raumzeitliches Vorstellen nicht abstellst, dann willst du ja schon wieder was nicht haben, sondern dass du weißt, da außen ist nichts. Ja. Das sind gesetzte Punkte. Du kommst die Fragen, die sich Leute stellen, sind immer Kategorie 2 Fragen. Also du kommst nur mit Holo-Feeling raus. Das ist Rechthaberei, die einseitig ist. Das heißt, es macht keinen Sinn, mach dir diese ganzen Sichtweisen zu eigen. Das heißt, das, was ich jetzt dir gezeigt habe, wie man das, diese Formel mit der Fahrersprache lesen kann, dieses M ist gleich R mal C Quadrat durch 2 mal G. Dass das einen Sinn ergibt, aber das, was er sagt, gibt für mich auch einen Sinn. Nur sehr kompliziert. Das ist sehr, sehr verkompliziert, zerdacht. Extrem zerdacht. Und natürlich dieser große Wahn zu glauben, in der Vergangenheit ist irgendwann einmal ein Urkleid passiert, wo ja ich schon mal darauf hingewiesen habe, dass ich hier in dem Moment Raum und Zeit entstanden ist. Ich habe mehrere Mal in Selbstgesprächen eine schöne Schrift von Roger Penrose und Stephen Hawking, wo die auf die Singularitäten eingehen. Und da merkst du, die kann in der Klapse, solche Leute kriegen Nobelpreise, die kann in der Klapse, die sprechen von singulären Mannigfaltigkeit. Singular heißt eins. Mannigfaltigkeit ist Vielheit. Vielheit. Aber sprechen von dem, dann stimmt es doch wieder. Stimmt's doch, aber es ist ein Oxymoron. Ja. So wie das Wort historische Fakten ein Oxymoron ist. Weil das Wort historisch bezieht sich auf eine jetzt ausgedachte Vergangenheit und das Faktum ist ein hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Ja. Ich kann nicht oft genug sagen, die Tat, das Faktum, die Tat ist, dass du dir jetzt was denkst. Und nicht, dass das, was du dir jetzt denkst, dort war, passiert ist oder jetzt noch ist, wo du dir es hindenkst. Mir kommt da gerade das Wort Sphäre, was du vorhin auch, da steckt das Sefer mit drin. Also das, da sind aber im Prinzip, sind wir ja da auch schon bei den Ziffern. Die Sephiras. Genau. Die Sefer H, ne? Also das heißt die Sphäre. Du kannst auch die Ziffer. Ist immer wieder, da steckt das Wort ZIP mit drin, weil das ja mit ZIF beginnt und F, wenn du zu einem B machst, was übrigens sehr interessant ist, wenn wir da mal kurz drauf eingehen, der Buchstabe B, der sieht ja zuerst einmal aus, wenn du den genau anschaust, das ist eigentlich ein Kaff mit einem kleinen J drin. Stell dir mal jetzt das P vor. Hat zwar den Wert 80, aber geschrieben wird es wie ein Kaff mit einem J. Die Erklärung der Kabbalisten ist, dass das Kaff ein geöffneter Mund ist und das J ist eine kleine Zunge. Okay? Jetzt ist es also so, der geöffnete Mund ist es Alef. Übrigens ist das Apfelmännchen in dem P. Hast du mal gesehen? Pass auf. Das P ist das wieder, ich habe so oft gesagt, wenn wir jetzt in die Phonetik gehen, hat es ja alles, die Bilder, die du hast, wir haben zuerst einmal unser Alef. Das heißt, es passiert nichts, wenn das Alef sich nicht öffnet. Das heißt, aus dem A, aus dem Aal implodiert, muss ein Dual werden, eine Zweiheit, geöffnet, aufgespanntes A. Ja. Okay, und jetzt ist es interessant, jetzt haben wir aber nochmal einen zweiten lautlosen Vokal, das ist das Ain, das ist die Gurgel hinten. Ich mache das einmal hier, als ich muss den Mund aufmachen und wenn ich jetzt hier A, I, U, U sage, wirst du feststellen, wenn du dich beobachtest, öffnest du jedes Mal kurz die Gurgel, gib den Verschluss A, E, I, O, U. Was mit dem Mund passiert, ist interessant. A, E, I, O, U, das ist jetzt das eigentliche B. Ja. Drum ist das P, und wenn hinter dem kleinen J ein kleines Pünktchen sitzt in der Vokalisation, ist es das, der reine Konsonant B. Zeitlos. Das ist die Weisheit, rot. Sobald ich das kleine Pünktchen wegmache, dann wird automatisch hier das J wird zu einem blauen J, zu einem Intellekt. Und dann wird es zu einem F, zu einer Facette. Genau, und da sind das Apfelmännchen ist jetzt dann da sind drin. Die zwei, das die sind die Fraktale. Quelle hinten und die Öffnung. Der Mund, der A, der Anfang, das vor allem Stehende, bevor der nicht aufmacht, geht nichts. Stimmt nicht ganz. Wenn das Aff, die Nase ins Spiel kommt, dann kannst du durchaus ein M und ein M sagen, ohne Nase geht nichts. Die Nase wiederum ist Zorn. Du bläst was nach außen. Aber versuche mal F zu sagen, wenn du den Mund zu hast. Kannst du ein N und ein M machen. MN. NM. Kann man MN, NM. Die Mimesis, die Erinnerung. Aber ich will jetzt da, ich spreche Sachen an, wo jedes Wort für sich selber zuerst einmal
in deinem momentanen Ja. Verständnis von Auffassungsvermögen. Da müssen Grundlagen da sein. Und wenn die dann sitzen, die sitzen bei jetzt in dem Programm Thomas, ist da sehr, sehr viel da, ohne Frage. Da können wir genauer darauf eingehen, weil normale Menschen, wenn du die Grundlagen nicht hast, kommst du nicht weiter. Und das ist halt mit allen. Wenn du die Grundlagen nicht hast, wie man lesen und schreibt, kannst du nicht lesen und schreiben. Aber es ist ja alles schon in dir drin, das ist das Geheimnis. Das Erste, was dir klar sein soll, jegliches Wissen, das du noch unbewusst von außen in dich hineinschaufeln willst, hast du das Wichtigste noch nicht verstanden. Du kannst erst was sehen, wenn du dir das aus dir heraus denkst und vor dich hinstellst. Du wirst dich wundern, was du dir noch alles ausdenken kannst, wenn du mit anderen geistigen, mit höherwertigen Programmen arbeitest. Und das kannst du dann genauso real erleben als Figur, aber dann werden die ganzen Probleme, das Vorgelegte, wird für dich so, die Probleme der jetzt ausgedachten Menschheit mit deinem jetzigen Programm normal gesprochen, werden für dich als Erwachsehender, als erwachter Wachsehender, Erweckter, rot gelesen, sind dann so, wie wenn du irgendwelche Kinder im Sandkasten, Sand, Koll, das Weltliche, im Sandkasten spielen siehst und die streiten sich um eine Sandschaufel. Das ist der Streit der großen Elite deiner Welt. Für mich sind die nichts anderes. Es sind geistlose Kinder, die nachplappern und noch lange noch nicht verstanden haben, was das wirklich bedeutet. Weil sie eben noch alles nur sich raumzeitlich vorstellen können, nicht in einem höheren Kontext. Ja. Und immer Ist das wieder so? daran denken, du musst der Erste sein. Erst wenn du es verstanden hast, kannst du dir welche ausdenken, die es auch verstanden haben. Die machen dann den Eindruck, dass die das verstanden haben, weil du dir in diese ausgedachten Köpfe, in diese Kisten dein eigenes Wissen hineindenkst. Genau, das ist letztendlich Momentan was. ist es bis dato so gewesen, dass du aus ausgedachten Kisten, aus Köpfen, die in dir austauchen, aus Figuren in deinem Traum, was die raussappern, dass du das aufgesogen hast wie ein Schwamm, das ist dein Schwamminhalt, was aber extrem fehlerhaft ist. Fehlerhaft, wohlgemerkt, nicht falsch, aber Ja. Und das sind die Puzzleteile, die letztendlich das jedes sind einzelne Puzzle. Puzzleteile, die wir mit Holofeeling zusammensetzen. Ja, Das das ist. ausgestreuten Schatten machen wir wieder zu dem einen Licht in der Mitte, das sich eigentlich nie ändert. Das Licht Ja. flackert, die Lampe im Projektor, das ist Lampe, drum ist ja im Englischen Lamp und Das Lamp. Schau dir mal die englischen Wörter für Lamm und für Lampe an. Es Lamp dreht sich eigentlich ja nur das P. Wir können in ja ein denken an unsere B. vier P, Genau, G, K, B. die Kleinbuchstaben. Dann Ja. kommst du jetzt langsam wieder in dieses Kreuz. Merkst du, jetzt fangen die Das. ganzen, du Oh. ahnst es, du ahnst es, diese schöne 186 mit diesen Kleinbuchstaben. Der. Mit Bet, mit dem Dalent, also mit dem. Können wir ganz kurz. Hey. Guck mal, sag mal. Sag mal Hallo, Udo. Hallo. Hallo, Hallo. kleine Schnecke. Der sagt, Papa, Papa, können wir jetzt bunte Eier machen? Hat Du sie gerade machst jetzt gesagt. Schnecke-Eier. Du machst jetzt das Bunte Licht nichts. machst du bunt. Jetzt lass was gut sein. Das ist eine kleine Schnecke von dir auf dem Schoß. Ja, genau. Und das ist der Udo, ne? Ja, immer schön viel Holo Feeling einfließen lassen, ne? So, auch ein Machen Gruß wir aus schon. nach der Weise an deine selbst ausgedachte Serie. Mache ich. Gut, ciao. Danke, vielen Dank.